Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. So wollen die Queen's Park Rangers heute spielen. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Und es geht mit Abstoß weiter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unverteidigen. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Ins. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt nutzen. Schön dazwischen gegangen. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Ben Thompson. Sieht vielversprechend aus. Ah, der geht nicht rein. Und abseits ist es auch noch, Wolf. Die Fahne ging sofort hoch, hätte nicht gezählt. Und ich glaube, das ist absolut korrekt so. Ball läuft gut jetzt. Da kommt die Flanke. Super Tor! Er macht das Ding mit einem Flugkopfball. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu haben.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er passt gut auf und hat den Ball. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Da kommt die Hereingabe. Abgefangen, auch wenn das natürlich letztlich kein großes Problem war. Der Ballverlust. Macht er ihn. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Sie versuchen es. Ball wird hier erstmal geblockt. Da ist Platz für den Konter. Ist hier immer noch am Ball. Sie suchen ihre Chance. Er hat die Chance. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Guter Versuch. Was für ein Tor! Ein überragender Schuss! Da hat alles gestimmt! Er zieht aus der Entfernung ab und der Ball ist drin. Keine Chance für den Keeper bei dieser Power, bei dieser Technik. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Er bekommt die Unterstützung. Da erobert er den Ball. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Nachspielzeit wird angezeigt. 1 Minute. Viel mit Auge. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielabschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Das ist die Chance. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball.
Wir sehen die kurze Variante. Der Ball ist weg. Abstoß. Ballverlust. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da lassen wir den Ball gut laufen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Gut den Ball verteidigt. Ben Thompson. Abgefangen dieser Ball. Pass kommt hervorragend. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Da geht er vorbei. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. So, Ecke kommt. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Schöner Volleyschuss. Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Ins. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Casey Palmer. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Es wird jetzt hier gewechselt. Und damit ist der Ball weg. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Sie wechseln also aus. Ja, das könnte was werden jetzt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Jetzt kommt die Flanke. Sie können den Ball erstmal ablocken. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ins. Da fangen sie den Pass ab. Hier könnte es jetzt so mal gefährlich werden. Er schießt. Der Keeper hält und verhindert hier vielleicht die Niederlage. Sehr gut möglich, Wolf. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für weitere Chancen.
Jetzt wird hier gewechselt. Ball kurz gespielt. Er schießt. Riesenchance, aber nichts draus gemacht. Kurz vor Schluss hat er die Siegchance. Was für eine Szene. Und die nutzt er nicht. Also das wird ihn noch beschäftigen. Den fangen sie ab. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Vielleicht die Führung jetzt. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Wir schauen uns das Tor nochmal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu und es rächt sich. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Da können Sie kontern. Jetzt geht er nach hinten. Schussversuch. Da sind sie da, guter Block. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Lange sah es nach dem Remis aus, aber dann kam dieses späte Tor. Und wenn du so spät triffst, dann zeigt das, wie nervenstark du bist. Du weißt einfach, irgendwann fällt es. Das ist schon klasse, dieses Vertrauen in die eigene Stärke. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Klar, wenn du kurz vor Spielende das Siegtor machst, dann hast du Grund zur Freude. Dann darfst du dich zu Recht abfeiern lassen.